Ja, herzlich willkommen hier bei Stationeer. Ich habe mein Atemproblem gelöst, denn ich bin gestorben. Zugegebenermaßen absichtlich. Ich habe mich in die Luftschleuse gestellt, die geöffnet und den Helm geöffnet. Einfach nur, um zu schauen, ob das schwere Atmen wirklich von einer Schädigung der Lunge herkommt und ich keine Tablette mehr habe, das beheben kann. Und es ist herrlich angenehm ruhig. Ach ja, ihr habt die Maler verpasst. Die sind gerade vor 5 Minuten gegangen. Die waren hier. Wir haben etwas Farbe da gelassen. Gut. Ich habe eine Spraydose bemalt, weil ich wollte Kabel anmalen. Und habe vergessen auszuschalten. Dann habe ich etwas Farbe übrig gehabt. Und habe gedacht, naja, machen wir uns doch mal den ersten Raum so richtig fertig. Wir haben hier drin Licht. Wir haben Farbe. Wir haben überall Farbe. Wir haben. Da überall Farbe. Alles, was mit Solar zu tun hat, ist im Moment gelb. Das sind die Kabel, die ich gerade gesagt habe. Mir ist aufgefallen, dass die Stromanschlüsse von den Solarzellen und die Basis selbst dieselbe Farbe von Kabel hatten. Deswegen wollte ich das überhaupt anmalen. Und ich war fleißig beim Sammeln. Halt, stopp. Drin bleiben da. Wo ist er jetzt hin? In den Ofen. Der will unbedingt geschmolzen werden. Gut. Der Schrank ist aufgefüllt. Ich habe ein paar Erze bereits geschmolzen, in der Hoffnung, es gibt schon ein paar Moles von CO2. Hat nicht wirklich viel gegeben. Hier habe ich auch. Ja, Entschuldigung. Hier habe ich auch etwas Farbe verwendet. Ich habe die ganzen verschiedenen Produkte den Farben zugeordnet. Also gelb für Giftstoffe, grün für Stickstoff, weiß für Sauerstoff, braun für CO2, rot für H2, also Wasserstoff und lila, das ich eigentlich nie verwenden will. Oder keine Ahnung, was man das benutzen kann oder sollte oder wie auch immer, habe ich in Lachgas benommen. Und mehr aus Zufall habe ich herausgefunden, dass man die Lampen einfärben kann, indem man die Farbspraydosen benutzt. Das habe ich bisher nicht gewusst. Einfach die Spraydose raufhalten und gut ist. Wir wollen jetzt aber weitermachen. Ich muss mir noch mal kurz die Baustelle anschauen, wie weit wir da sind. Hier liegt noch mein Tablet. Jetzt den Helm schließen. Eine Leiche reicht im Lager. Den Boden haben wir eingezogen. Wir waren dabei, hier. Genau, Ingwer. Wir brauchten ja Ingwer, deswegen war ich ja auch farmen. Habe ich die noch im Inventar? Ja, die Zutaten für Ingwer habe ich alle im Inventar. Dann können wir also gleich Ingwer schmelzen, damit wir die Wärmetauscher anbauen können. Was brauchen wir denn da für Werte? Ingwerbarren. Wir brauchen zwischen 1002 und 1005 Kelvin und zwischen 18 und 20 Megapascal Druck. Dann brauchen wir hier definitiv mehr Druck. Wir schmeißen schon mal alle Rohstoffe rein, die rein müssen. Jetzt einen aktuellen Druck aus, er muss noch etwas aufbauen. Giftstoff erkannt? Wo kommen denn die Giftstoffe her? Habe ich Giftstoffe in meinem Gaskanister, in meinem Sauerstoffkanister? Atmet der deswegen immer so stark? Ah, kein Eisen mehr. Das fängt ja gut an, der Ofen läuft.
7 Gramm, jo. Für einen Filter soll es reichen. Ja, jetzt ist es besser. Ah ja, klar. Ich weiß, wo die Giftstoffe herkommen. Mir ist da ja mal das Rohr geplatzt hier. Das habe ich auch offscreen erst herausgefunden. Kurz um den Ofen kümmern. Wir brauchen noch mehr Temperatur, mehr Druck. Das Rohr hier kurz vor der Flasche ist geplatzt, weil ich die Klimaanlage nicht ausgeschaltet habe. Ich habe da das Rohr einfach repariert und nicht daran gedacht, dass hier im Raum noch Giftstoffe waren. Da sind jetzt Giftstoffe drin. Ah je, muss ich das irgendwie dann beheben? Wir haben die Temperatur beinahe erreicht, wir haben den Druck beinahe erreicht. Die Temperatur will nicht so ganz auf Touren kommen. Jetzt überschießen wir dann gleich mit der Temperatur. Gut, die Gase gehen schon mal nach oben in den Tank. Jetzt müsste es eigentlich passen. Nein, es passt nicht. Der Druck ist jetzt zu niedrig geworden. Jetzt müsste es passen. Jawohl, Ingwer ist da. Ofen kann aus. Die restlichen Gase können in den Tank. Wir haben 300 Gramm Ingwer. Wie sitzen die ja jetzt mit dem Druck aus? Nicht, dass mit uns der Ofen da um die Ohren fliegt. Den machen wir mal ganz auf. Ja, das passt sehr gut. Irgendwo ist er nicht isoliert. Wir verlieren da trotzdem noch Temperatur. Das könnte auch am Ofen selbst liegen. Ist jetzt so gut wie nichts mehr drin. Dann schließen wir das Ventil, dass wir vorbereitet sind für das nächste Mal. Ja, und jetzt bleibt auch die Temperatur stabil. Wobei, der Tank dürfte nicht isoliert sein. Der müsste jetzt eigentlich abkühlen, oder? Ja, der gibt schon Wärme ab. Man merkt einfach nicht viel. Zurück zum Text. Wir wollen unsere Kühlanlage aufbauen, um die Gase, die wir jetzt gesammelt haben, auch kühlen zu können, bevor sie ins Abgasrohr gelangen. Medium eingeben, dann findet man die gut. Da wird als nächstes das Kupfer knapp. Das holen wir schon mal. Hier haben wir Kupfer. Müssen wir da noch nachschmelzen? Nein, im Schrank haben wir noch. Ich habe auch überall die IC-Codes noch etwas angepasst für die Lüftung. Zum Beispiel schalten die Lüftungen, wenn sie eingeschaltet sind, nein, ich muss anders sagen, wenn die Temperatur über 25 Grad erreicht, schalten sie ja automatisch ein. Das haben wir noch zusammen gemacht. Ich habe neu hineingeschrieben, dass die Lüftung, egal aus welchem Grund das sie angeht, sobald sie an ist, geht sie wirklich erst aus, wenn die Temperatur unten auf 20 Grad ist. Da sonst die Temperatur in den Räumen hier immer kontinuierlich auf 25 ist und die Lüftung immer an- und ausspringt. So können wir da wenigstens die Luft etwas kühlen. Oh, dann schauen wir mal, ob er schon einige hergestellt hat. 4 Stück. Wir warten noch schnell das 5. ab. Können wir die schon mal aufbauen? Da kann der Herr weiterverarbeiten.
Wir haben keine Rohre dabei, so wie ich mich kenne. Hä? Wir haben gar nichts dabei. Gut, oder eben nicht gut. Werkzeuggürtel haben wir wenigstens dabei. Dann bauen wir eben kurz die Kühlelemente auf. Und zwar gehen wir hier vom Tank, glaube ich, nach rechts weg. Ist an ein Gitter gebunden, sagt bloß, sie brauchen Fundamente zum Platzieren und nicht einfach nur Zwischenböden. Dann habe ich jetzt ein Problem. Gut. Das klappt nicht so, wie ich das will. Invar sparen. Der kann aufhören zu produzieren da drin. Wie viel haben wir denn jetzt verschwendet? Hier sind nochmal 9 Stück. Dann waren das. Oh, 9 mal 5. Was 50 Invar, das ist noch im Rahmen, aber wäre doch besser gewesen. Wieso gehe ich denn jetzt nach draußen? Weil ich jetzt sehen will, wie ich das jetzt baue. Für was habe ich denn hier in die Zwischendecke eingezogen? Als gut aussieht. Nee, deswegen eigentlich nicht. Dann haben wir jetzt entweder die Alternative, das alles mit den Kleinen zu bauen. Oder hier draußen nochmal anbauen mit Kühlelementen. Aber ich möchte mir hier den Weg noch offen lassen für eventuelle Landepads. Außer wir setzen das Ganze mit einem Rohr über die ganze Basis hinweg ganz hier rüber und schließen das auch hier an. Dann haben wir aber den Nachteil, dass wir nicht mehr kühlen können, wenn wir gerade frisch geschmolzen haben, weil dann das ganze System hier einfach zu heiß ist. Oder ich ziehe es mit einem zweiten Rohr hier rüber und hänge hier eine weitere Kühlschlaufe an, der das Gas einfach weitergibt. Oder wir bauen das wirklich alles mit den Kleinen. Was ist jetzt interessanter? Das Waste-Rohr haben wir schon hier hingelegt. Ich glaube, das machen wir mit den Kleinen. Oder wir ziehen hier eine Wand hoch mit den Fundamenten. Können wir wenigstens oben eine Reihe. Nein, hier ist das Rohr. Eieieiei. Ich mache das mit den Kleinen. Es war Ressourcenverschwendung. Ein so großer ist der gleich effektiv wie 10 kleine. Okay, Wärmetausch finde ich die nicht. Dann sind die. Es wird alles übereinander gelegt. Wie heißen denn die Teile? Die finde ich hier immer schneller. Oder auch nicht. Es ist das Kit Pipe Radiator. Ich habe einen Maßzeiger drauf und sehe es nicht.
Dann brauchen wir jetzt Stahl und Gold. Wir brauchen Stahl en masse. Weil die... Nein, da brauche ich jetzt nicht isolierte Rohre, weil das will ich ja eh kühlen. Dann brauche ich nur Stahl für die Elemente hier. Organisieren wir uns noch kurz Stahl. Zum Glück haben wir den Ofen schon wieder ausgemacht. Reicht das für 50, 200, 200 müssen reichen. Sonst haben wir gleich kein Eisen mehr. Batteriestand niedrig, wechseln wir kurz. So, Hebel ist unten. Lüftung ist aus. Dann füllen wir den mal ein wenig. Na, wieso gehst du nicht rein? Das Eisen drin sehen, damit er das die Kohle annimmt. So, machen wir den Ofen gleich wieder aus. Der Druck passt noch. Wenigstens haben wir schon mal die Gase gesichert, die wir jetzt hergestellt haben. So, jetzt kannst du weiter drucken. Den Radiatoren. Dann brauchen wir Rohre. Jede Menge Rohre. Wir brauchen noch eine Farbe. Was liegt denn hier noch rum? Blödsinn liegt hier noch. Welche Farbe machen wir denn das Kühlrohr da oben? Was ist noch nicht verwendet? Orange will ich für gemischten Wasserstoff-Sauerstoff haben. Blau Wasser, dann bleibt ja eigentlich nur noch Khaki übrig. Und rosa, respektive pink. Machen wir das Ganze pink. Nee, lassen wir gelb. Originalfarbe gelb. Wir wissen ja, dass es da nicht sich nicht um CO2 handelt. Schon wieder kein Gold mehr. Hier haben wir noch 1 Gramm Gold, sehr schön. Und 50 Gramm Gold. Ist da drunter noch was? Nee, da drunter ist nichts. Eine Gramm geht hinein, die 50 Gramm gehen hinein, dann kannst du hier weiter drucken. So, dann hoch da. Dann verlegen wir erstmal Kühlrohre. Gut, die kann ich jetzt da nicht anhängen. Da brauchen wir dann noch ein isoliertes Rohr. Ein 15 in der Länge. Das braucht jetzt Material en masse. Ich baue das hier kurz mal. So.
Ja. So, ich pausiere hier mal die Aufnahme, baue das hier kurz zu Ende, sonst wird das zu langatmig hier. Dann also bis gleich. Zack, da bin ich wieder. Ja, es hat nicht ganz so weit gereicht, wie ich gehofft habe, aber es reicht im Prinzip ja auch. Das muss ja nicht von jetzt auf morgen direkt runtergekühlt werden. So viel Gase, so oft schmelzen wir hier dann auch wieder nicht. Dann brauche ich jetzt noch ein paar Rohre, um die hier anzuschließen. Und eine IC-Steuerung mit einem ganz simplen Code, der das einfach das Ventil öffnen soll, wenn die Temperatur kühler als 20 Grad ist. Ist das eine gute Idee? Das Ventil einfach nur auf die 20 Grad beschränken? Und dann schließt er ja das Ventil nicht mehr, wenn eigentlich alles draußen ist. Irgendwie mache ich das schon. Sonst machen wir das mit einer Volumenpumpe statt mit einem Ventil. Brauchst du wieder mehr Strom. Dauert länger. Aber dann kommt das Gas nah dies nah aus dem Rohr. Und wir können das Rohr auch komplett entleeren. Machen wir mit Volumenpumpen. Wir brauchen Kabel da oben. Wir brauchen... Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen eine IC-Steuerung. Einen Chip. Finde ich den IC gleich so? Nö, sieht nicht so aus. Wir haben noch Zeit, bis er fertig ist mit Drucken. Ah, da ist er ja. Den kannst du mir schon mal geben. Dann nehmen wir mit. Ah, falsch. Ich wollte wieder rein cyclen. Habe ich jetzt den ganzen Druck verloren? Na klar, habe ich den ganzen Druck verloren. Klick nicht immer doppelt da drauf. Ich habe Rohre vergessen. Wir wollten noch Rohre mitnehmen. 10 Stück. Okay, das wird knapp. Ich habe gerade eine Idee gehabt, wenn wir die anderen Kühlelemente dann auch benutzen können. Wenn das hier dann doch zu lange dauert zum Kühlen, können wir hier also einfach einzelne Inseln aufstellen mit 4 Kühlelementen rundherum. Einzelne Fundamente einfach als Inseln, hier eine Insel, hier ein Fundament und rundherum Kühlelemente. Bringt zwar nicht wirklich viel vom... Ist der Platz nicht gut ausgenutzt, aber es bringt wenigstens etwas, das wir noch kühlen können. Aber erstmal das hier anschließen, das sollte jetzt eigentlich reichen soweit. Hier haben wir ein Kabel, muss ich aufpassen. Baue ich das Ventil doch besser hier ran. Gut, wir brauchen erstmal Rohre. Dann brauchen wir die Ohrzange, wie ich immer sage. Und zwar kommt hier ein Anschluss ran. Hier kommt eine Volumenpumpe ran. Steuerung von hier oben? Oder Steuerung von unten? Ne, Steuerung von hier oben. Das reicht von hier oben. Wir haben ja hier gleich den Strom irgendwo. Ich muss mit dem Kabel nochmal hier hoch. Wollte gerade sagen, dafür muss ich nochmal rein, aber wir haben da ja noch gar keine Wände, also muss ich da auch nicht rein. Wir können hier grüne Kabel verwenden, die verwenden wir im Gewächshaus und das ist weit genug weg, dass wir da keine Überschneidungen bekommen.
Das geht jetzt natürlich nicht, weil jetzt das falsche Werkzeug da ist. So, da kommt noch den IC-Chip hin. Der ist hier. Machen wir den da lang. Brauchen wir wieder den Kabelschneider. Können wir wieder Kabel verlegen. Den habe ich jetzt ganz doof verlegt hier. Jetzt muss ich mich den Rohren alles rundherum. Wo haben wir denn den richtigen Knopf? Das wäre richtig gewesen. Dann werden jetzt die Rohre knapp, wenn ich da noch rundherum muss. Das hast du sehr gut gebaut. Ja, die reichen eh nicht. Dann brauche ich hier nochmal ein isoliertes Rohr, das ich da anschließen kann. Wieso hat das jetzt gereicht? Und Kreuzungen einfach generell zwei Stück, egal wie viele Anschlüsse das sind. So, wir brauchen Rohre und die stellen wir, glaube ich, noch nicht her. Dann haben wir keine mehr, nur noch isolierte. Dann aber noch 20 Stück. Ich nehme die mal mit. Bist du schon fertig? Kein Eisen mehr. Wie viel hat es denn gegeben? 4 Stück. Das reicht doch bei weitem nicht. Lasse ich noch hier. Ich habe keinen Platz im Inventar. Ich brauche Eisen. Haben wir noch geschmolzenes Eisen? Da haben wir Gold und Silizium. Hier haben wir noch Eisen im Schrank. So, los. Ist wirklich praktisch, die Lüftung direkt bei der Tür. So entsteht drin ein Unterdruck und die Giftgase verlassen den Raum schon gar nicht. Wie gesagt, aus Versehen hervorragend überlegt. Lassen wir hier gleich durcharbeiten. Ja, ich denke, Platz hätten wir im Schrank für weitere Rohre. Die lassen wir gleich durcharbeiten. Nehmen wir die 10, die hier schon sind, noch mit. Mit den isolierten Rohren, die wir da noch haben, kann ich oben noch 4-5 rausholen. Dann sollte das vielleicht sogar reichen. So, dann die Rohre verlegen. Jetzt habe ich hier keinen Rohrsensor. Wir haben hier doch einen Tank, der hat auch einen Anschluss. Wir haben noch genug Kabel da. Nehmen wir den Tank ans Netz, dann können wir den auslesen. Das war zu früh, da komme ich noch nicht durch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht mit den anderen Kabeln zusammenkomme. Das reicht hier nicht mehr für deine Kurve. Das ist jetzt doof. Habe ich ja wieder hervorragend gebaut.
Batteriestand niedrig. So, komm jetzt da oben hoch drauf. Daran will ich das. Ah, jetzt ist der Snap-Punkt. Ne, ist immer noch der falsche Snap-Punkt. So, ich hasse Freiluftleitungen, die sind immer so mühsam zu bauen. So, da haben wir wenigstens schon mal Strom in der Ecke her, können wir da unten dann auch noch alles anschließen, was wir müssen. Jetzt die Volumenpumpe schalte ich schon mal auf 100, die ist schon auf 100. Wir können den Tank auslesen, wir können einen Chip programmieren. Ich habe den Laptop nicht dabei. Das sind wir der Zeit. Zeit wäre rum, aber den Code machen wir jetzt noch ganz kurz, weil das ist wirklich ein simpler Code. Der muss nur zwei Sachen können. Er muss den Druck auslesen, er muss die Temperaturen anschauen. Drei Sachen. Und er muss das Ventil dann öffnen und schließen. Okay. Er ist gerade fertig geworden mit Drucken der Rohre. Die räume ich dann später offscreen kurz auf. Jetzt erstmal den Code machen, schreiben. Hoppla. Dann muss der Chip da rein. Auf Edit. Und dann brauchen wir eine leere Seite. Zuerst einmal das Alias für die Volumenpumpe. Volumenpumpe. Auf D0. Dann beginnt der Code eigentlich auch schon. Nein, den Tank brauchen wir noch. Den nehmen wir auf D1. Dann Start. Doppelpunkt. Wir schauen hier, ich habe letztes Mal aus Versehen mit Schrauben den Code nicht ausgemacht und jede Menge Volumenpumpen umgestellt. Dass das nicht wieder geschieht, können wir hier auch gleich das Setting festlegen. Also die 100 Liter Sende an D0. Setting 100. Und vielleicht vorher noch Sende an D0 on 1, dann bleibt ihr auch eingeschaltet, wenn der Code gestartet wird. Wir laden ins Register 1 aus D1 den Druck. Wir laden in das Register 2 aus D1 die Temperatur. Schauen wir, sende, wenn größer als, sende an Register 3, wenn der Druck, also R1, größer als 1 Megapascal, lassen wir 1 Megapascal da drin, dann haben wir da, oh gut, nein, wir entleeren den Tank, wir pumpen den komplett leer, größer als 0, wenn da etwas drin ist, nehmen wir es raus und gleichzeitig prüfen wir, wenn es kleiner als SLT, wenn das größeres 0 ist, könnte man das eigentlich auch so regeln.
und größer als 0. Wenn die Temperatur kleiner als, also wir schreiben es in Register 4, wenn die Temperatur ist im Register 2 kleiner als 20 Grad, also 293,15. Dann beide Bedingungen müssen aktiv sein, also ein End-Befehl, End Register 3 und nein, das ist das Register, das gespeichert wird immer, das vergesse ich jedes Mal. Das Register 3 und Register 4 müssen 1 haben, damit die 5 eine 1 bekommt. Und dann senden wir an D0 den On-Befehl aus dem Register 5. Wenn beide Bedingungen zutreffen, dann wird die Pumpe eingeschaltet. Dann beinahe noch das Wichtigste vergessen. Dann Start, springe zurück zu Start, bestätigen, exportieren. Und jetzt einfach den Chip in den Wind schmeißen. Interessanter wird jetzt mit diesem Wind mit dem Jetpack da hochkommen. Okay, das ging ja. Hielt sich noch in Grenzen. So. Dann brauchen wir auf D0 die Volumenpumpe. Und auf D1 den Tank. Gut, da haben wir nur die drei Geräte dran, dann musste ich das noch nicht umbenennen. Ich mache das trotzdem noch kurz. Den Code können wir schon mal einschalten. Fehler in Linie 2. Was haben wir denn in Linie 2? Linie 2 war der Einschaltbefehl. Simpler Code und schon wieder Fehler. Madre mio. Ich wollte gerade sagen, ich nehme das besser gleich das Laptop mit, aber dann fliegt das weg. Was stimmt denn hier nicht? Sende an den 0. Sendbefehl ist doch die richtige Reihenfolge. Gelb, grün, orange, blau. Volumenpumpe. Der Tank ist auf D1. Das darf ich sowieso nicht so machen. Ich darf die ja gar nicht einschalten. Einfach das Setting umschreiben. Das stimmt. Meine Güte. Dann starte ich ja die Pumpe von Anfang an. Und ohne zu prüfen, was da für Gase drin sind. Wenn ich die Pumpe von Anfang an starte, dann müsste ich die Dosierung da mit dem Setting wählen. Das habe ich ja nicht. Jetzt hat er einen Error in Line 6.
Kann ich denn den nicht ein- und ausschalten mit dem Befehl? Habe ich hier falsch belegt? Ja, ich habe mal wieder falsch belegt. Ich habe wieder mal, wie immer, ich schaue immer rechts auf den Vorschau. Hier ist die Volumenpumpe und hier ist der Tank. Tank, Tank, klein, so muss es stehen. Volumenpumpe, Volumenpumpe. Ich schaue immer rechts bei IC-Gehäuse, was das als nächstes kommt, wenn ich draufklicke und denke dann, ich habe schon richtig angestellt. Jedes Mal der gleiche Fehler. Jetzt läuft das hier, kein Fehler mehr. Die Temperatur ist noch nicht erreicht, aber wir sind schon fast auf unter 100 Grad. Das reicht hier also locker aus. Wenn ich wieder Gold habe, mache ich die Kühlschlange hier noch zu Ende. Aber ja, das reicht locker. Und der Druck hat sich auch schon massiv verringert von den 5 Megapascal. Gut, da hat sich jetzt auch das Volumen vergrößert. Aber ja, die Kühlung von den Abgasen steht. Wir können jetzt CO2 einlagern. Hier kommen dann schon 1000 Kilomol dazu. Wir bekommen hier auch ein paar Stickstoffmoleküle. Wenn auch nur wenig. Das reicht bei Weitem aber noch nicht, um die Basis mit Stickstoff zu füllen. Da muss ich mir immer noch etwas überlegen. Aber so viel dann zum nächsten Mal. Wir haben überzogen. Danke, dass ihr da wart. Hab mich gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.